Hallo Leute, willkommen, mein Name ist Nikat der Sky und ein weiterem Unreal Engine 4 Tutorial. Willkommen! Ja, egal, kommen wir direkt zu dem Punkt. Wir haben das Problem, dass hier steht unrealnetwork.h-file-not-found und dass das Ganze zwar included wird, aber dass das Ganze irgendwie nicht gefunden wird. Also hier steht, es wird included, aber die Datei konnte nicht gefunden werden. Das hier trifft bei, ich sag mal, älteren Projekten auf, die zum Beispiel von der 4.19 auf die 4.21, auf die 4.24 und auf die 4.26 geupgradet wurden und vor allem, wenn ihr auf Linux exportieren oder eher gesagt packagen wollt und dort zum Beispiel einen dedicated Server mitbauen wollt. Also ich habe hier zum Beispiel gerade das Target-Build-Server ausgewählt und bei mir kommt hier dieser Fehler. Der kommt bei Windows normalerweise nicht, aber wie kann ich ihn lösen? Das ist überhaupt kein Problem. Wir werden erstmal hier das Ganze bilden, dann kommt Package String Fail, dann kommt hier die Fehlermeldung. Wichtig, dass hier steht unrealnetwork.h-file-not-found und für dieses kleine Problemchen geht ihr in euer Projektordner, in euren Projektordner einfach rein. Hier wären wir, klicken auf Source, klicken auf BOD Game oder auf euren Spielenamen halt und jetzt entsprechend klicken wir einfach rechtsklick auf bodgame.h, also einfach hier und dann Edit with Notepad++ oder wir öffnen das direkt mit Doppelklick hier drauf mit Visual Studio. Ich mach's jetzt mal kurz mit hier diesem wunderschönen Ding mit hier Notepad++ und folgendes, jetzt haben wir hier die Zeile include unrealnetwork.h und hier tun wir vor dem Anführungszeichen einfach hinschreiben net, vorne groß geschrieben, net / also / unrealnetwork.h. Wir werden das jetzt einfach mit strgs oder hier oben speichern, ne, und einfach speichern drücken, schließen das Ganze, tun das Projekt neu starten und wir sind fertig. Das war's. Ich zeige euch jetzt gerade noch, dass das auch funktioniert hat. Ich starte jetzt mein Projekt, das dauert immer ein kleines bisschen, ich habe es gerade eben gestartet, deswegen geht es ein bisschen schneller, aber normalerweise muss immer hier sehr viel laden. So, und sobald wir hiermit durch sind, werde ich das Ganze erstmal starten und bilden. Ihr seht schon, ich werde das Ganze mal hier clearen, weil das Output-Log-Gedöns, das brauchen wir jetzt überhaupt nicht. So, Package, Linux, Linux, bam. Und hier drinnen will ich jetzt mein Linux packagen, also. Und dieser Fehler tritt erst auf, wenn er die ersten Sachen compiled, ja. Also wenn er jetzt sagt, zum Beispiel der Prozess, es sind 8 Prozesse verfügbar. Genau hiernach kommt der Fehler, ich werde das jetzt mal wegmachen. Genau hiernach kommt der Fehler. Und jetzt müsste es gleich aber weitergehen, ohne weitere Probleme und Einschränkungen. Und ich hoffe, euch hat das Video schon mal gefallen, weil ich weiß, dass es funktionieren wird. Ich würde die ganze Zeit das schon machen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like. Wenn ihr neu dabei seid, dann herzlich willkommen. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen. Ich tue immer mal wieder solche Bugfixes machen, neben anderen Unreal Engine Tutorials. Und hier steht schon, BOD Game CPP wurde erfolgreich gebildet. Gleich kommt hier Schritt 2 von 3, dann Schritt 3 von 3. Und dann haben wir, oder dann sind wir uns hundertprozentig sicher, dass alles perfekt unsicher ist, aber eigentlich sollte das jetzt schon das zeigen, dass es sicher ist. Also hier sollte jetzt schon klar sein, dass alles funktioniert. Ich lasse es trotzdem aus Prinzip auch noch ein bisschen laufen. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was man besser machen kann, was ihr euch wünschen würde für kleine Bugfixes. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt hier benötigt. Also technisch gesehen sollte schon längst die Fehlermeldung kommen. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass die Fehlermeldung hier nicht kommt. Aber wir warten bis Schritt 2, weil bei Schritt 2 wird das Ganze auch nochmal manifestiert, dass es nicht kommt. Und ja.